Meine Damen und Herren, wir haben gestern einen ganz wichtigen Teil dieser Vorlesung besprochen, nämlich wir haben gesprochen über den Arbeitsbegriff. Ein ganz zentraler Begriff in der Mechanik und überhaupt in der ganzen Physik. Daher ist es wichtig, dass Sie mit diesem Begriff gut vertraut sind. Wir haben gesehen, dass die Einheit der Arbeit Joule oder Newtonmeter ist. Und es ist die Arbeit im Wesentlichen ein Skalarprodukt der wirkenden Kraft mit dem Vektor der Verschiebung eines Körpers, der sich unter dem Einfluss dieser Kraft verschiebt. Und wenn man dann eine ganze Bahnkurve hat, dann hat man entsprechend ein Integral. Und dieses Integral ist dann die Definition der Arbeit, Integral von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt, F-Pfeil, dr-Pfeil. Das ist also die Arbeit, die von der Kraft F verrichtet wird, wenn sich ein Körper von einem Anfang, der unter diesem Einfluss dieser Kraft steht, von einem Anfangspunkt P0 längs einer Bahnkurve zu dem Endpunkt PE bewegt. Irgendwelche Fragen, die noch dazu aufgetreten sind? Wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich davon aus, Sie haben das alle gut verstanden. Und wir wollen heute auf der Basis dieses Arbeitsbegriffes den Energiebegriff beschreiben und uns damit beschäftigen. Und bei diesem Energiebegriff gehen wir in zwei Schritten vor. Sie werden sehen, dass es in der Mechanik zwei unterschiedliche Arten von Energie gibt, die beide sehr wichtig sind für das Verständnis mechanischer Vorgänge. Wir sprechen zunächst einmal von der sogenannten kinetischen Energie. Und da möchte ich zunächst einmal nur in Worten Ihnen erklären, was man unter der kinetischen Energie eines Körpers, eines Massenpunktes, eines Teilchens versteht. Nun, wir führen diesen Begriff der kinetischen Energie zurück auf den Begriff der Arbeit. Und wir betrachten ein Teilchen, einen Massenpunkt, der sich mit einer gewissen Geschwindigkeit v bewegt. Und die kinetische Energie, die wir diesem Teilchen zumessen, das ist nun diejenige Arbeit, meine Damen und Herren, diejenige Arbeit, die verrichtet werden musste, vorher schon, um diesen Körper aus anfänglicher Ruhelage auf diese Geschwindigkeit v zu beschleunigen, unter dem Einfluss einer Kraft. Man spricht dann davon, dass diese Arbeit ihm als kinetische Energie gewissermaßen innewohnt. Er hat dann nachher diese Arbeit akquiriert, die wurde in ihn investiert, so wie man in ein Sparbuch einzahlt. Und man kann dann nachher natürlich auch wieder abheben. Nicht? Aber zunächst einmal geht es darum, dass durch diese Investition an Arbeit diesem Körper etwas Gutes getan wurde, sozusagen. Und das äußert sich darin, dass er jetzt eine kinetische Energie hat. Diese kinetische Energie dieses Körpers, der sich mit der Geschwindigkeit v bewegt, ist also nichts anderes als, als eine Arbeit, die vorher ursprünglich aufgewendet werden musste von einer wirkenden Kraft F, um diesen Körper, wohlgemerkt aus anfänglicher Ruhe, auf diejenige Geschwindigkeit zu beschleunigen, die er jetzt gerade hat.
das hört sich vielleicht etwas esoterisch komisch an, ist es aber überhaupt nicht. Eine Alltagserfahrung, mit der man oft zu tun hat, denken Sie zum Beispiel ans Autofahren. Sie stehen mit dem Auto an einer Ampel, wo es rot ist, Sie sind anfänglich in Ruhe. Dann wird es grün, Sie steigen aufs Gas, der Motor liefert Ihnen eine Kraft, unter deren Wirkung das Auto beschleunigt wird, aus anfänglicher Ruhe, wo die Ampel rot war, auf eine Geschwindigkeit, wenn es brav sind im Stadtgebiet, nicht mehr als 50 Kilometer pro Stunde, also zum Beispiel auf eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Und wenn Sie dann diese Geschwindigkeit erreicht haben, dann hat also dieses Auto jetzt eine kinetische Energie, die gerade gleich ist der Arbeit, die da jetzt investiert werden musste, um das Auto aus anfänglicher Ruhe auf diese Geschwindigkeit zu beschleunigen. Nun werden Sie sich natürlich denken, wen interessiert das? Das interessiert Sie sehr wohl, weil damit der Motor diese Arbeit aufbringen kann, ist natürlich eine Energiequelle notwendig und für die zahlt man leider relativ viel bei der Tankstelle. Also letzten Endes hat gerade dieser Energiebegriff eine außerordentlich wichtige, praktische, sogar ökonomische Bedeutung. Na und nachdem das so ist, wollen wir uns also diesem Energiebegriff zuwenden. Und ich schreibe also jetzt noch einmal her, weil das so wichtig ist, auch tatsächlich, so wie ich es gesagt habe, das ist die Arbeit, die aufgewendet werden musste, um einen Massenpunkt oder ein Teilchen aus anfänglicher Ruhe auf seine Geschwindigkeit, die wir jetzt einmal als VA bezeichnen wollen, zu beschleunigen. Das versteht man unter der kinetischen Energie. Und ich möchte bei der Gelegenheit gleich darauf hinweisen, dass das natürlich auch davon abhängig ist, in was für einem Bezugssystem man sich befindet. Weil wenn man den Bewegungszustand des Bezugssystems ändert, dann wird auch die Geschwindigkeit dieses Körpers relativ zu diesem Bezugssystem sich ändern. Aber dann ist auch die anfängliche Ruhelage eine andere. Weil es geht um eine Ruhelage in Bezug auf das jeweils vorgesehene Bezugssystem. Also im Fall des Autos ist das ganz klar, das ist eben die Straße, die man das System, in dem die Straße ruht, das ist also in guter Näherung für diese Zwecke als Inertialsystem aufzufassen und so ist dann dieser Begriff klar verständlich. Naja, jetzt fragt sich aber, kann man diese kinetische Energie auch einfach ausrechnen? Und da möchte ich Ihnen, obwohl ich mich sonst immer bemühe, Ableitungen möglichst zu vermeiden, die zugehörige Ableitung vorführen. Sie ist relativ einfach, aber es ist schön zu sehen, dass man also diesen Energiebegriff sehr allgemein mit einer einfachen Formel dann beschreiben kann. Eine Formel, die man dann nie mehr vergessen sollte, wenn man sie einmal hat. Nicht? Also wir werden diese kinetische Energie berechnen. Wir gehen also aus davon, schreiben wir her, Berechnung der kinetischen Energie, die wir als T bezeichnen wollen. Das findet man in der Literatur oft. Manchmal wird sie auch als E-Kin bezeichnet. Aber das ist eine umständliche Bezeichnung. Die kommt jetzt relativ oft vor. Daher ist also T hier jetzt
die Bezeichnung für die kinetische Energie. Und wir wollen sie speziell hier als TA bezeichnen, weil sie sich auf diese spezielle Geschwindigkeit VA beziehen soll. Und wir wählen also ein solches Bezugssystem, in dem der Massenpunkt einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt T0 in Ruhe ist. Massenpunkt ist zum Zeitpunkt T gleich T0 in Ruhe. Also aus anfänglicher Ruhe. Ganz wichtig. Das ist natürlich wichtig, dass man das dazu sagt, denn sonst ist ja die Sache nicht wohldefiniert. Dort ruht dieser Massenpunkt in Ruhe, und zwar am Punkt, am Raumpunkt P0. Das ist also unsere Anfangsbedingung. Und jetzt wollen wir uns die Arbeit ausrechnen, die verrichtet wird, wenn dieser Körper jetzt längs seines Weges von P0 zu einem anderen Punkt PA hin beschleunigt wird. Also Arbeit längs eines Weges von P0 nach einem Punkt PA. Das ist der Punkt, wo er sich dann gerade befindet zu einem bestimmten Zeitpunkt und den wir heute dann betrachten wollen. So etwas nennt man dann generell oft einen Aufpunkt. Einen Punkt, auf den man dann gerade schaut, um den es dann geht, wo der Körper gerade ist, den man heute betrachtet. Und diese Arbeit bezeichnen wir also dann als TA. Fangen wir vielleicht am besten auf der nächsten Spalte an. Und dieses TA, Diese Arbeit, die wir so bezeichnen, die ist also dann natürlich nichts anderes als das Integral von P0 weg bis zu diesem Punkt PA, wo sich der Körper dann befindet, zur Zeit PA. Vielleicht sollte ich das auch noch dazu schreiben. Ja. Körper befindet sich zur Zeit T gleich TA am Punkt PA. Also das ist die Zeit, die eben dann verstreicht von dem Ausgangszeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann am Punkt PA sich eben befindet. Während der Zeit wird diese Arbeit verrichtet, die wir als TA bezeichnen. Das ist also das Integral von P0 bis PA, FdR. Wobei F also die Kraft ist, die auf diesen Körper wirkt. Naja, und das können wir uns natürlich ausrechnen. Diese Kraft lässt sich ausrechnen nach dem zweiten Newtonschen Axiom als Masse mal Beschleunigung. Also ist das auch das Integral von P0 bis PA. Statt Kraft schreiben wir Masse mal Beschleunigung, und das ist dv nach dt, die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit, das ist ja die Beschleunigung, mal dr. Und das werden wir jetzt weiter umformen. Das ist ein Kurvenintegral. Und das können wir, wenn wir die Kurve in Parameterdarstellung darstellen, umformen. Indem wir also berücksichtigen, dass der Ortsvektor R-Pfeil eine Funktion der Zeit ist. Denn dann können wir dieses Integral umformen in ein Integral über die Zeit, von dem Zeitpunkt T0 bis zu dem Zeitpunkt TA, T0, wo er sich am Punkt P0 befindet, TA, wo er sich am Punkt PA befindet. Und da bleibt natürlich das drinnen das Gleiche einmal stehen,
dv nach dt. Aber jetzt kann man das umformen in der Form dr nach dt dt. So kann man ein Kurvenintegral konkret ausrechnen, wenn die Kurve in Parameterdarstellung r gleich r von t gegeben ist. Dann kann man das r ja nach t ableiten und dr nach dt dt ergibt dann eben diese Umformung für das Kurvenintegral. Derartige Umformungen haben Sie bereits beim Kollegen De Lago kennengelernt, um Kurvenintegrale konkret ausrechnen zu können. Na, und jetzt, wenn man das einmal hat, können wir natürlich sehr einfach weiter fortschreiten, weil dieses dr nach dt ist natürlich die Geschwindigkeit V-Pfeil. Das ist ja die Definition der Geschwindigkeit. Also können wir auch schreiben, das ist das Integral von t0 bis ta. Und dann haben wir m mal, und da steht jetzt v mal dv nach dt. V mal dv nach dt. Integral über dt. Das m ist eine Konstante, das kann man natürlich dann sich auch vor das Integralgesetz denken. Nun, jetzt ist es wichtig, und das ist jetzt so ein Trick aus der Trickkiste, wie man dieses v, dv nach dt umformen kann. Und um diese Umformung durchführen zu können, benutzen wir folgenden Trick. Manchmal braucht man halt Tricks. Indem wir aufschreiben, was kommt denn heraus, wenn wir bilden d nach dt von v Quadrat oder v Skalar mit v. Das ist der Geschwindigkeitsvektor multipliziert mit sich selbst. Ein Skalarprodukt liefert daher auch einen Skalar. Naja, da kann man natürlich die Produktregel anwenden und kann sagen, erster Faktor unverändert, mal zweiter differenziert, plus erster differenziert, mal zweiter unverändert. Und Sie sehen, da steht ja zweimal dasselbe da, also ist das gleich 2v mal dv nach dt. Wohlgemerkt, hier kommt ein Faktor 2 vor. Der spielt jetzt dann eine wichtige Rolle bei der letztendlichen Berechnung dieser kinetischen Energie. Wir können das also jetzt einsetzen, denn schauen Sie, dieses v dv nach dt, das ist es ja, was wir da drinnen im Integranten stehen haben. Und dieses v dv nach dt kann man jetzt umschreiben als ein halbmal d nach dt von v Quadrat. Und das tun wir jetzt. Wir setzen dieses v dv nach dt hier ein. Also können wir fortsetzen. Also mit dieser Umformung erhalten wir, dass es dieses TA gleich ist. Und was kriegen wir da hier? Integral von T0 bis TA. Und dann haben wir also M mal, und jetzt steht da dieses V mal dV nach dT. Und statt dieses V dV nach dT setzen wir ein halb mal dv Quadrat nach dt. Und dann bleibt da noch stehen, Integration über dt. Nun, da sieht man jetzt natürlich sofort, das ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Substitution.
dass wir also da jetzt substituieren, statt der Zeit das Geschwindigkeitsquadrat. Und wir kriegen dann das m halbe können wir vor das Integral setzen, weil das ist ja konstant. Ein Integral von dv Quadrat. Es ist jetzt v Quadrat die neue Integrationsvariable. Nur muss jetzt auch natürlich über die entsprechenden, über den entsprechenden Bereich integriert werden von v Quadrat. Naja, bei t0 ist die Geschwindigkeit ja 0. So haben wir ja begonnen. Bei t0 am Punkt p0 ist der Massenpunkt in Ruhe. Das ist ja die Idee bei der kinetischen Energie. Also ist das V-Quadrat am Anfang 0 und dann am Ende zur Zeit ta hat das, befindet das sich im Aufpunkt pa und hat dann dort entsprechend die dortige Geschwindigkeit, die wir dann auch als Geschwindigkeit im Aufpunkt mit VA bezeichnen. Nachdem V Quadrat die Integrationsvariable ist, über deren Bereich man integriert, ist dann die obere Grenze auch VA Quadrat. Also dieses Integral durch diese einfache Substitution lässt sich in dieser Form umformen. Und jetzt ist dieses Integral ganz einfach auszurechnen. Und um Ihnen das klar zu machen, mache ich noch einmal einen kleinen Einschub, indem ich das ganz einfach Ihnen so aufschreibe. V Quadrat ist also hier die Integrationsvariable. Und wir bilden ein Integral von 0 bis VA Quadrat dV Quadrat. Allgemein, wenn man irgendeine Integrationsvariable hat, x, dann haben Sie hier ein Integral dx von 0 bis zu einem x0. Und da sehen Sie dann, das Integral über dx, das ist ja, wenn man es integriert, da steht x hoch 0 drinnen praktisch. X ist integriert, dann x hoch 1 Eintel, also x. Also ist das x in den Grenzen zwischen 0 und x0. Und das ist also x0 minus 0 und ist einfach x0. Das heißt, was Sie da herauskriegen bei dem Integral, ist einfach die obere Grenze. Und genau das kriegt man hier heraus. Das heißt, was Sie da herausbekommen, ist m halbe mal VA Quadrat. Und damit haben wir das Ergebnis, dass nämlich diese kinetische Energie, TA, diese Arbeit, die verrichtet werden musste, um den Körper aus anfänglicher Ruhe am Punkt P0 auf die Geschwindigkeit VA an der Stelle PA zu beschleunigen, dass das gleich ist m mal VA Quadrat halbe. Und dieses halbe kommt also durch diese Umformung zustande, wo man also diesen Ausdruck VdV nach dt ersetzen kann als ein halb d nach dt von V Quadrat. Wobei ich da natürlich auch das V Pfeil Quadrat weglassen kann, weil V mal V ist ja auch der Betrag des Vektors V zum Quadrat. Also V Quadrat, so wie es hier steht, das ist auch gleich V Quadrat als Skalar, also als Länge des Vektors V zum Quadrat. So ist ja die Länge eines Vektors zu berechnen. Man multipliziert ihn mit sich selbst und zieht die Wurzel draus. Das ist, was man unter der Länge eines Vektors versteht. Und Sie sehen also mit diesen zwei Spalten hier, konnte ich Ihnen einen einfachen und sehr allgemeinen Ausdruck für diese Arbeit hier vorstellen, die eben erforderlich ist, um einen Körper aus anfänglicher Ruhelage, t gleich p0 befindet er sich in Ruhe, die Geschwindigkeit ist am Anfang gleich 0,
so wie wir sie hier einsetzen, Geschwindigkeit 0, auf eine Geschwindigkeit VA am Ende des Vorganges bei t gleich TA zu beschleunigen. Eine derartige Ableitung brauchen Sie natürlich nicht nachvollziehen zu können, obwohl es Ihnen nicht schadet, wenn Sie sowas machen, weil Sie dann auch eben solche Tricks irgendwie näher kennenlernen. Es gibt eine Reihe von so Tricks in der Trickkiste, die sich als sehr nützlich erweisen. Und Sie werden mich vielleicht fragen, ja, wie kommt man auf sowas? Ja, da muss man halt findig sein. Und es ist halt nicht alles so ganz einfach, eine Einbahnstraße, wo alle Schilder bereits da sind, jetzt musst du dort fahren und jetzt da, sondern manchmal kommt es halt darauf an, Erfahrungen zu sammeln, sich einen Schatz an solchen Dingen zu schaffen und dann nachzudenken, ja, das könnte man vielleicht so machen. So ist es halt auch ursprünglich zustande gekommen. Was Sie sich aber sehr wohl merken sollten, ja sogar müssen, wenn ich mich so ausdrücken darf, was muss man schon, nicht? Aber als Physiker doch, ist dieser Ausdruck für die kinetische Energie. Und da natürlich, wie es immer ist in der Physik, sind vor allem die Exponenten wichtig. Also was hier wesentlich ist, ist, dass die kinetische Energie eines Körpers, der die Geschwindigkeit VA hat und die Masse M, dass die proportional ist zur Masse. Also wenn das Auto, von dem wir am Anfang gesprochen haben, zum Beispiel eine Masse von einer Tonne hat, dann ist das wesentlich für die Bestimmung der kinetischen Energie. Geht proportional dazu. Wenn das Auto 2 Tonnen hat, dann brauchen sie eine doppelt so große Arbeit, um dieses Auto zu beschleunigen. Und das kostet auch mehr Geld natürlich, weil diese Arbeit zahlen sie bei der Tankstelle. Aber noch wichtiger ist, dass Sie sich merken, dass das proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit ist. Und das werden wir jetzt gleich anschließend mit einem, wie ich meine, sehr illustrativen Experiment vorführen. Nämlich, wenn Sie die doppelte Geschwindigkeit erreichen wollen, also zum Beispiel statt von 0 auf 50, es gibt ja Ampeln, die außerhalb des Ortsbereiches sind, nicht? Von 0 auf 100 beschleunigen, weil sie halt am Land draußen sind. Und da darf man ja im Allgemeinen, wenn nichts anderes dagegen spricht, bis zu 100 Kilometer pro Stunde fahren. Nicht? Dann wäre natürlich so rein intuitiv, naja gut, doppelte Geschwindigkeit, doppelte Energie, doppelte Arbeit, die ich leisten muss. Ja, aber das ist nicht so. Denn wenn die Geschwindigkeit doppelt so groß werden soll, dann ist V Quadrat ja 4-mal so groß. Und Sie müssen 4-mal so viel Arbeit hineinstecken. Und ganz abgesehen davon, dass dann auch mehr Reibungsverluste sind bei der höheren Geschwindigkeit, wenn Sie da durch die umgebende Luft durchfahren und so weiter, haben Sie schon allein und durch den Umstand, dass Sie da die kinetische Energie aufwenden müssen, den vierfachen Energiebetrag und da kostet es auch 4-mal so viel. Ne? Das ist natürlich was, was man schon ins Kalkül ziehen muss. Ne? Abgesehen davon, dass es viel gefährlich ist. Aber na, wie auch immer. Also das sind dann andere Aspekte. Aber dieses V Quadrat ist also hier von sehr großer Bedeutung. Und wir haben also hier die Möglichkeit, dieses Beschleunigen von der roten Ampel bis auf eine gewisse Endgeschwindigkeit nachzustellen mit unserem eindimensionalen Airtrack. Na, das ist ja so wie von der Ampel, wenn Sie da gerade Straßen haben, steigen Sie auf Gas, das beginnt zu beschleunigen und Sie haben dann eine gewisse Geschwindigkeit. Und um also diese Situation mit diesem mv² halbe für Sie zu illustrieren, haben wir jetzt folgende Anordnung hier. Wir haben hier eine Masse. Das ist unser Auto. Und die befindet sich am Anfang einmal in Ruhe. Und die wird beschleunigt. Na, das machen wir jetzt nicht mit einem Motor, der da drinnen ist, sondern wir verwenden wieder unsere Kraft, die wir mit Hilfe von Fallgewichten zustande bringen. Also da haben wir jetzt also eine etwas kleinere Anordnung, nicht mehr diesen hohen Ständer, der da vorher aufgebaut wird. Wir brauchen auch nicht über die ganze Länge zu beschleunigen. Wir beschleunigen nur über ein relativ kurzes Stück.
Da wird also hier dieser Körper beschleunigt. Von einer Anfangssituation, wo die Geschwindigkeit null ist, dann hält man zuerst und dann lässt man aus und dann fängt es also an, unter der Wirkung dieses Fallgewichtes sich zu beschleunigen. Und das Gute an dieser Anordnung ist, das ist hier mit einem Ringerl gemacht, das da drüber ist. Wenn der Körper jetzt hierher gekommen ist, dann hebt das Ringerl ab. Jetzt ist die Geschwindigkeit erreicht. Die Beschleunigung ist zu Ende. Und jetzt läuft er einfach praktisch reibungsfrei weiter. Aber wesentlich ist, meine Damen und Herren, die Strecke, die er zurücklegt, ist eine bestimmte Strecke. Die Arbeit, die aufgewendet wird, kann man hier sehr einfach ermitteln. Denn da ist ja jetzt die Kraft, die wirkt in der gleichen Richtung wie die Bewegung. Daher wird dieses Skalarprodukt, Kraftvektor mal Verschiebungsvektor, einfach gleich dem Produkt der Beträge sein, weil die Verschiebung und die Kraft parallel zueinander sind. Und dementsprechend kann man jetzt einfach davon ausgehen, die Arbeit, die da verrichtet wird, um diesen Körper von anfänglicher Ruhe auf eine gewisse Geschwindigkeit zu beschleunigen, diese Arbeit ist, wenn diese Wegstrecke, ist also Wegstrecke mal Kraft. Und die Wegstrecke halten wir konstant. Das heißt, die Arbeit wird einfach proportional zur Kraft sein. Und wir werden das Experiment so durchführen, dass wir einmal mit einer Kraft, die einem Fallgewicht von 1 entspricht, also mit nur einem Fallgewicht durchführen. Und das zweite Mal machen wir das gleichartige Experiment, nur wir legen 3 Fallgewichte dazu und haben dann die 4-fache Kraft. Und wegen der gleichen Wegstrecke haben wir dann auch die 4-fache Arbeit, die hier investiert wird. Und damit müsste dieser Körper, wenn er dann da mit konstanter Geschwindigkeit weiterläuft, auch die 4-fache kinetische Energie haben. Weil die kinetische Energie ist ja eben gerade die Arbeit, die aufgewendet werden musste, um den Körper aus anfänglicher Ruhe auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Und aufgrund der Zeit zwischen diesen beiden Messungen mit den Lichtschranken können wir dann diese Geschwindigkeit auch abschätzen, bemessen konkret. Naja, und es kommt uns nur auf das Verhältnis an. Na, wenn wir jetzt da zuerst ein und dann 4 Fallgewichte auflegen. Was meinen Sie? Wie wird das also jetzt mit den Geschwindigkeiten ausschauen? Natürlich wird die Geschwindigkeit mit mehr Fallgewichten auch höher sein. Aber um welchen Faktor? Was meinen Sie? Wir legen hier noch 3 Fallgewichte dann dazu und wir haben dann insgesamt 4 Fallgewichte. Zuerst ein Fallgewicht, dann 4 Fallgewichte, 4-fache Kraft bei gleichem Weg. Dann schauen wir uns das experimentell an und dann werden wir nachschauen, was dabei herauskommt. Bitte. Wir reden von der Masse des Reiters und nicht von der Masse des Aufwändes, oder? Also die Masse des Reiters wird beschleunigt. Ja, die Fallgewichte sind zuständig für die Größe der Kraft. Der Reiter bleibt der gleiche, den ändern wir nicht. Aber indem wir da dann 4-mal so viele Fallgewichte auflegen, wird die Kraft, die auf diesen selben Reiter wirkt, beim zweiten Versuch 4-mal so groß sein. Und wir gehen davon aus, das haben wir ja schon einmal besprochen, dass sowohl das dann 4 Fallgewichte sind, die immer noch im Verhältnis zur Masse des Reiters eine kleine Masse darstellen. Das heißt, die Trägheit der Fallgewichte wird natürlich größer. Die müssen ja mitbeschleunigt werden,
wenn diese Geschichte in Schwung kommt. Aber solange der Reiter im Vergleich zu den Fallgewichten eine große Masse hat, wird diese zusätzliche Trägheit der größeren Fallgewichte keine wesentliche Rolle spielen. Aber natürlich trägt es dazu bei, dass dieses Experiment nicht hundertprozentig genau sein kann, sondern eine gewisse Abweichung zeigen muss. Beantwortet es? Noch irgendwelche Fragen vorweg? Es ist gut, wenn man sowas vorher gut versteht, bevor man sich's anschaut. Mir geht es insbesondere auch darum, dass Sie anhand dieses Experimentes sich wirklich vergegenwärtigen können, was denn diese kinetische Energie des Körpers ist. Die kinetische Energie, die er hat, wenn er sich hier dann bewegt, das ist einfach die Arbeit, die man investieren musste, um ihn aus anfänglicher Ruhe längs einer gewissen Strecke unter der Wirkung einer Kraft auf diese Geschwindigkeit zu bringen. Also diese Phase der Beschleunigung, wo eine gewisse Arbeit, Kraft mal Weg, hier in der gleichen Richtung, daher wirklich einfach Kraft mal Weg, ohne irgendeinen Kosinus oder sowas, diese Arbeit ist die kinetische Energie, die er da dann hat, die ihm innewohnt, und die man dann letzten Endes wieder vernichtet, indem man ihn am Schluss aufhaltet. Dann steht er wieder. Da musste man ihn dann wieder bremsen. Na gut, dann können wir das Experiment jetzt bitte durchführen. Não. Na bitte. Also bis auf eine kleine Abweichung sehen Sie tatsächlich, dass die Zeit auf die Hälfte zurückgegangen ist, was bedeutet, dass die Geschwindigkeit aufs Doppelte gestiegen ist. Und das bedeutet also, dass wir jetzt die Situation haben, dass bei vierfacher geleisteter Arbeit die doppelte Geschwindigkeit erreicht wurde. Und das bestätigt genau, also das war jetzt 0,22 Sekunden, das bestätigt mit hoher Genauigkeit den quadratischen Zusammenhang der kinetischen Energie mit der Geschwindigkeit. Vierfache Arbeit führt zur doppelten Geschwindigkeit. Das entspricht genau diesem Zusammenhang. Ist Ihnen das Experiment verständlich gewesen, nachdem wir heute gewisse Anlaufschwierigkeiten gehabt haben? Okay, dann sollten Sie jetzt den Begriff der kinetischen Energie gut verstanden haben. Merken Sie sich das. Die Arbeit, die aufgewendet werden musste, um den betrachteten Körper aus anfänglicher Ruhe auf die Geschwindigkeit zu beschleunigen, die er dann gerade hat. Das werden Sie hoffentlich nicht vergessen. Wir haben das ja nur gestellt da mit den Schwierigkeiten, dass Sie sich das Experiment besonders gut merken. Okay, also so viel zur kinetischen Energie. Und jetzt könnten Sie sich denken, ja, das war's. Damit wissen wir, was man unter der Energie versteht. Aber es gibt einen zweiten Energiebegriff, den ich jetzt mit Ihnen besprechen möchte, der eben einen weiteren Aspekt betrifft, wenn sich ein Körper unter dem Einfluss einer Kraft befindet. Ich möchte allerdings noch, bevor ich das mache, diese Ableitung, und das mache ich am besten noch da drüben, jetzt bin ich mit der Tafel schon ganz oben gewesen, aber ich möchte das noch hier dazufügen.
einen weiteren Aspekt dazufügen, der gleich Ihnen zeigen wird, wie wichtig diese kinetische Energie für die Anwendung ist. Denn wir können jetzt davon ausgehen, dass wir nicht einfach von anfänglicher Geschwindigkeit 0 auf die Geschwindigkeit v übergehen, sondern wir wollen jetzt einfach die Arbeit ausrechnen, die man verrichtet längs eines Weges von einem gewissen Punkt P1 zu einem anderen Punkt P2, wobei der Körper an dem Punkt P1 die Geschwindigkeit V1 und bei P2 die Geschwindigkeit V2 betragsmäßig haben soll. Also jetzt nicht aus anfänglicher Ruhe, sondern von einer Geschwindigkeit 1 beim Punkt P1 zu einer Geschwindigkeit 2, V2, beim Punkt P2. Und aufgrund dessen, was wir da jetzt schon hatten, lässt sich das sofort ausrechnen. Diese Arbeit, Work, die man verrichten muss, ist jetzt entsprechend den Ausdrücken, die wir hier haben. Also das ist dann ein Integral von P1 bis P2, fdr. Und das ist nicht von P0 bis PA, sondern von P1 bis P2. Da war bei P0 die Geschwindigkeit 0, bei PA die Geschwindigkeit VA. Jetzt haben wir bei P1 die Geschwindigkeit V1 und bei P2 die Geschwindigkeit V2. Und das setzen wir jetzt unmittelbar ein aufgrund dieser Beziehung. Das ist also gleich m halbe wieder. Nur jetzt geht dieses Integral nicht von 0 bis VA Quadrat, sondern von V1 Quadrat bis V2 Quadrat, weil das sind die Geschwindigkeiten in diesen beiden Punkten. Und dann haben Sie d von V Quadrat. Nun, wenn man das ausrechnet, dann sehen Sie, dass man da jetzt in entsprechender Weise natürlich erhält m halbe mal, und jetzt das Integral über d v Quadrat, so wie man das da geschrieben hat, ist einfach v Quadrat, also haben wir v2 Quadrat minus v1 Quadrat, obere Grenze minus untere Grenze. Nun, das bedeutet natürlich, wenn Sie das m halbe hinein multiplizieren, mv2 Quadrat halbe minus mv1 Quadrat halbe. V2 Quadrat halbe minus mv1 Quadrat halbe. Und das bedeutet aber, dass diese Arbeit einfach gleich ist, die Differenz der kinetischen Energien am Punkt P2 minus der am Punkt P1. Diese Arbeit, die die Kraft F verrichtet, wenn sich der Körper vom Punkt P1 zum Punkt P2 bewegt, wobei er am Punkt P1 die Geschwindigkeit V1 und am Punkt P2 die Geschwindigkeit V2 hat, diese Arbeit lässt sich einfach ausrechnen als die Differenz der kinetischen Energien am Endpunkt minus am Anfangspunkt. Natürlich, wenn Sie jetzt zurückgehen zur Definition, wenn am Anfang die kinetische Energie 0 ist, aus anfänglicher Ruhe, dann heißt T2 minus 0. Und dann ist diese Arbeit eben gleich, die kinetische Energie gleich der Arbeit, um von anfänglicher Ruhe auf die entsprechende Geschwindigkeit zu beschleunigen. Also die Arbeit lässt sich ausrechnen als Differenz von kinetischen Energien am Endpunkt minus am Anfangspunkt. So viel zur kinetischen Energie. Und jetzt wollen wir zu einem weiteren Energiebegriff gehen, und zwar zur sogenannten potentiellen Energie. Und da möchte ich Ihnen dazu sagen, das ist ein Energiebegriff, der aus irgendwelchen Gründen
beim Verständnis oft größere Probleme macht. Nachdem aber die potenzielle Energie und dann auch das Potenzial in der Elektrodynamik sehr wichtig sind, ist es ganz wichtig, dass Sie diesen Begriff gut verstehen, in seiner physikalischen Bedeutung und in seiner Tragweite. Und um das gut vorstellen zu können, möchte ich als Einleitung kurz über sogenannte konservative Kräfte besprechen. Worüber spreche ich hier? Wir betrachten jetzt einen Körper, einen Massenpunkt, der sich in einem Kraftfeld befindet. Wie zum Beispiel ein Körper hier an der Erdoberfläche. Das Kraftfeld ist dann das homogene Feld der überall gleichen Gewichtsvektoren im Bereich der Erdoberfläche. Aber es können auch ganz andere Kraftfelder sein, die man hier betrachtet. Wir betrachten also einen Körper unter der Wirkung einer Kraft in einem Kraftfeld. Wenn man an unterschiedliche Punkte sich begibt, dann werden im Allgemeinen dort dann auch unterschiedliche Kräfte wirken. Also wir betrachten einen Massenpunkt in einem Kraftfeld. Und dieses Kraftfeld wird mit F bezeichnet. Und für das Weitere wollen wir also jetzt eine spezielle Art von Kraftfeldern betrachten, nämlich konservative Kräfte. Und unter konservativen Kräften, also unter einem konservativen Kraftfeld, verstehen wir jetzt ein Kraftfeld, das so beschaffen ist, dass die Arbeit längs jedes geschlossenen Weges gleich Null ist. Also längs geschlossener Wege wird keine Arbeit verrichtet. Geschlossener Wege wird keine Arbeit verrichtet. Das bedeutet, wenn man das formalisiert und aufschreibt, dass das Integral FdR, das ist ja die Arbeit, integriert über einen geschlossenen Weg immer gleich Null ist. Also wenn man einen geschlossenen Weg betrachtet in diesem Kraftfeld, irgendeine geschlossene Kurve, und nehmen wir da mal zwei Punkte her, und wir betrachten jetzt einen Weg längs dieser geschlossenen Kurve, eine geschlossene Kurve, und wir bewegen uns da also rundherum, dann wird also dieses Ringintegral FdR gleich Null sein. Das bedeutet, dass letztlich, wenn man also in dem Kraftfeld auf einem geschlossenen Weg wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt, dann wurde keine Arbeit insgesamt verrichtet. Kann schon sein, dass zunächst eine positive Arbeit verrichtet wurde, in dem Sinn, dass etwas hineininvestiert wurde, aber dann muss auch wieder eine negative Arbeit entstanden sein, um diesen Effekt rückgängig zu machen, sodass am Schluss die gesamte Arbeit gleich Null ist. Jetzt können Sie sich natürlich fragen, gibt es sowas überhaupt? Bitte? Ja, zum Beispiel. Also das mit dem Quantensprung ist eine etwas weit hergeholte Beschreibung. Wir wollen ja schauen, dass wir da jetzt zunächst einmal im Bereich der klassischen Mechanik bleiben. Und da ist es also so, dass man davon ausgehen kann, wenn man also
einen Berg hinaufsteigt und dann wieder heruntergeht, dass letzten Endes beim Hinaufgehen so viel Arbeit aufgewendet werden musste, wie beim Hinuntergehen von der Schwerkraft wieder verrichtet wird. Ein anderes Beispiel, das vielleicht sehr einleuchtend ist, ist die Bewegung der Erde rund um die Sonne. Das bewegt sich ja der Planet auf einer elliptischen Bahn. Da wird also ganz schöne Arbeit verrichtet, wenn der Planet gerade sich ein Stück weg bewegt von der Sonne, aber wenn er dann letzten Endes sich wieder näher an sie heranbewegt und dann letztlich den ganzen Zyklus durchlaufen hat, ist die gesamte Arbeit gleich null. Wäre das nicht so, dann gäbe es uns lange nicht mehr, weil dann die Bahnkurve der Planeten rund um die Sonne ja gar nicht stabil bleiben könnte. Dann wären die längst in die Sonne hineinspiralt. Also ist zum Beispiel das Gravitationsfeld in der Umgebung der Sonne in sehr hoher Näherung als konservatives Kraftfeld anzusehen. Und auch in der Elektrostatik zeigt sich, dass das elektrische Feld ein konservatives Feld ist. Aber es gibt auch Kräfte, die nicht konservativ sind. Also zum Beispiel eine typische Situation ist, wenn Sie an Reibungskräfte denken. Wenn Sie also da vor sich einen Honigtopf haben und Sie rühren um, dann müssen Sie, wenn Sie von dem Ausgangspunkt wieder zurückkommen mit einer geschlossenen Bahn, müssen Sie damit rechnen, dass Sie netto eine Arbeit verrichtet haben. Also Reibungskräfte zum Beispiel, die durchaus wichtig sind in der Natur. Die Reibungskräfte sind keine konservativen Kräfte. Und um ein weiteres Beispiel zu bringen, die magnetischen Felder in der Umgebung von stromdurchflossenen Leitern zum Beispiel sind keine konservativen Felder, aber dazu mehr im Sommersemester. Also es gibt sehr wohl auch wichtige, nicht konservative Felder. Wir wollen uns aber jetzt, wenn die potenzielle Energie im Weiteren besprochen werden soll, also wenn wir einen Massenpunkt in einem Kraftfeld betrachten, uns auf konservative Kraftfelder beschränken. Wenn wir ein konservatives Kraftfeld wählen, muss also die Arbeit, um von diesem Punkt P1 zu diesem Punkt P2 kommen, hier und weiter dann hier entgegengesetzt gleich groß sein, damit insgesamt die Arbeit gleich null ist. Wenn die aber entgegengesetzt gleich groß sind, dann heißt das, dass es egal ist, ob ich längs dieses Weges oder längs dieses Weges von P1 zu P2 komme. Und das bedeutet nun, dass in konservativen Kräften die Arbeit, um von einem Punkt zu einem anderen Punkt zu gelangen, nicht abhängig ist vom konkreten Verlauf der Bahnkurve, sondern nur abhängig ist von der Lage der beiden Punkte. Ob ich die Kurve wähle oder irgendeine andere oder vielleicht die Gerade, alle diese Bahnkurven führen zur gleichen Arbeit. Die hängt nur ab von der Lage der beiden Endpunkte. War da eine Frage? Hat da jemand, ist nur was runtergefallen? Ist nur was runtergefallen. Doch. Was sind andere Beispiele aus der Gravitation für konservative Kräfte? Ich habe Ihnen gerade gesagt, die elektrostatischen Kräfte. Ja, in der Elektrostatik auch, sind konservative Kräfte. Eher was Alltägliches, irgendwie, dass man was auf das zurückführen kann? Wir haben nicht so viele unterschiedliche Kräfte. Es gibt nur vier in der Natur. Und davon sind nur zwei makroskopisch und mit großer Reichweite. So lassen sich ja alle Wechselwirkungen im Wesentlichen, die makroskopisch beobachtbaren, auf diese zwei zurückführen. Okay. Also so viel als Vorbereitung zu dem, was ich mit Ihnen jetzt besprechen möchte. Und noch was. Wo ist es? Doch.
Das ist ein Wegintegral, aber halt über einen geschlossenen Weg. Daher kann man auch keine Grenzen angeben, weil es wieder zum gleichen Punkt zurückkehrt. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Ein geschlossener Weg ist ein Weg, der letztlich wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt. So etwas. Das ist ein geschlossener Weg. Es ist eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich kann mich erinnern, in meinen ersten Zeiten der Physik ist mir das auch ein bisschen spanisch vorgekommen, aber das sollte es jetzt für Sie deshalb nicht sein, weil Sie ja den Begriff des Kurvenintegrals schon gut kennengelernt haben. Und das Ringintegral hier ist einfach nur ein Kurvenintegral über eine geschlossene Kurve. Und eine geschlossene Kurve, das weiß man doch, ist eine Kurve, die wieder zum gleichen Punkt zurückkehrt. Mehr ist das nicht. Ah, ich habe die, ja, okay. Die Frage war, was ein Ringintegral ist. Okay. Na gut, also jetzt haben wir den Begriff der konservativen Kräfte erklärt und jetzt wollen wir uns also zuwenden dem Begriff der potenziellen Energie. Wir hatten da oben begonnen, über die kinetische Energie zu sprechen. Jetzt wollen wir über die potenzielle Energie sprechen. Und meine Damen und Herren, dieser Begriff ist an sich ein sehr einfacher Begriff. Deswegen hoffe ich auch, dass Sie ihn ganz leicht verstehen können. Wir gehen also davon aus, dass sich ein Körper, ein Teilchen, ein Massenpunkt in einem Kraftfeld befindet. Und wir wollen jetzt einmal annehmen, das kann man ja dazu sagen, es sei ein konservatives Kraftfeld. Massenpunkt befinde sich in einem konservativen Kraftfeld F-Pfeil und er möge sich also befinden an einem Punkt P. Um hier jetzt die potenzielle Energie dieses Körpers an diesem Punkt definieren zu können, wollen wir zunächst einmal einen festgelegten Bezugspunkt, beliebig, aber dann fix vorgeben. Wir wählen also Wahl eines Bezugspunktes P0. Und nachdem wir den gewählt haben, dann können wir also ganz einfach definieren, die potenzielle Energie eines Massenpunktes, der sich also am Punkt P befindet, bezüglich, das muss man dazu sagen, eines festen Bezugspunktes P0, das ist jetzt, meine Damen und Herren, nichts anderes als einfach die Arbeit, die die Kraft F die F-Pfeil verrichten kann. Falls sich der Massenpunkt von seinem Punkt P, wo er gerade ist, nach diesem Bezugspunkt P0 bewegt. Ganz einfach.
Also ein Körper befindet sich an einem Punkt P. Wir wählen einen fest vorgegebenen Bezugspunkt P0, auf den wir uns heute dann immer beziehen jetzt. Und wir sagen, die potenzielle Energie des Massenpunktes, der sich dort am Punkt P befindet, ist nichts anderes als die Arbeit, die diese Kraft, die da vorhanden ist in diesem konservativen Kraftfeld, verrichten kann, falls sich der Massenpunkt von P nach P0 bewegt. Falls, potenziell, er muss ja nicht. Aber er hat die Möglichkeit. Na, das ist so wie bei einem Skifahrer, der oben auf dem Berg steht, der kann sich jetzt entscheiden, er will hinunterfahren, dann arbeitet an ihm die Schwerkraft. Oder er entscheidet sich, es ist oben so schön, er geht dort in die Hütten und legt sich in die Sonne oder sonst irgendetwas. Dann bleibt ihm seine potenzielle Energie. Während wenn er dann hinunterfährt, dann wird insgesamt von der Schwerkraft F an ihm eine Arbeit verrichtet. Und die Arbeit, die letztlich verrichtet wird, wenn er sich von der Hütte oben dann ins Tal bewegt, zum Bezugspunkt, das ist seine potenzielle Energie, die er oben hat, die potenziell ihm zur Verfügung steht. Das ist wieder so eine Sparbuchgeschichte. Er hat also sozusagen ein gefülltes Sparbuch. Er kann es beibehalten oder er kann es abheben. Und wenn er runterfährt zum Bezugspunkt, dann hat er es abgehoben. Weil dann steht ihm eben diese potenzielle Energie als Arbeit zur Verfügung, die verrichtet werden kann. Und daher kann man diese potenzielle Energie auch sehr einfach aufschreiben. Wir nennen diese potenzielle Energie V. Von potenzieller Energie V. Dieses V, das ist also nichts anderes als die Arbeit, wie gesagt, die verrichtet werden kann, wenn er sich von P nach P0 bewegt. Also nichts anderes als die Arbeit von P nach P0, F-Pfeil, DR-Pfeil. Das ist es schon. Und jetzt kann man die aber auch umschreiben. Man kann die auch schreiben in der Form, das ist gleich das Integral von P0 bis P, aber mit einem Minus. Integral von P0 bis P, F-Pfeil, DR-Pfeil. Und dann kann man das auch noch ins Integral hineinsetzen, das Minus, und kriegt heraus, dass V ist das Integral von P0 bis P minus F-Pfeil, DR-Pfeil. Und dieses minus F-Pfeil, das ist jetzt eine Gegenkraft zu der wirkenden Kraft F. Und so kann ich auch sagen, also einerseits haben wir hier den Ausdruck für die potenzielle Energie. Man kann auch sagen, diese potenzielle Energie kann aufgefasst werden als die Arbeit, die von einer Gegenkraft gegen die wirkende konservative Kraft verrichtet wird, wenn man vom Bezugspunkt zum betrachteten Punkt aufsteigt. Und in der Weise wird es auch häufig erklärt. Mir gefällt nur diese andere Definition insoweit einfacher, weil man da diesen zusätzlichen Aspekt der Gegenkraft nicht unbedingt braucht. Aber andererseits ist diese Gegenkraft auch sehr illustrativ. Denken Sie an einen Koffer, der sich am Boden befindet und Sie wollen ihn auf den Tisch hinaufstellen. Dann wird da oben eine höhere potenzielle Energie haben und Sie können diese potenzielle Energie so auffassen, dass Sie mit Ihrer Muskelkraft, das ist die Gegenkraft gegen die Gewichtskraft dieses Koffers, diesen Körper längs dieser Bahnkurve auf den Tisch hinaufstellen. Und letzten Endes ist das dieselbe Arbeit, die andererseits von der Schwerkraft verrichtet wird, wenn er sich hinunter bewegt, wieder vom Tisch zum Boden. Der Boden ist der Bezugspunkt und am Tisch oben ist der Punkt P, um den es geht. Also auf diese Art und Weise kann man sich das sehr gut vorstellen. Also das ist es, was man unter der potenziellen Energie versteht. Sie können sich das auch sehr gut mit einem Skifahrer vorstellen. Ein Skifahrer fährt von
mit einem Skilift von der Talstation, das sei der Bezugspunkt, langsam auf die Bergstation hinauf. Eine Gegenkraft, die Kraft, die vom Motor des Liftes herkommt, sorgt dafür, dass er gegen die Wirkung der Schwerkraft auf den Berg, also von der Talstation zur Bergstation gebracht wird. Dort hat er dann eine potenzielle Energie. Und diese potenzielle Energie kann er jetzt einfach behalten. Sie ist ja potenziell für ihn vorhanden. Oder er kann beschließen, jetzt fahre runter. Und auf dem Weg zurück ins Tal, zurück zum Bezugspunkt, wird dann die Schwerkraft an ihm die gleiche Arbeit wieder verrichten. Dementsprechend kann man also so die potenzielle Energie, meine ich, leicht verstehen. Und warum habe ich das jetzt auf konservative Kraftfelder eingegrenzt? Na, weil hier nirgends drinnen steht, längs welches Weges man von dem Punkt, wo man sich befindet, am Berg oben, zu dem Bezugspunkt bei der Lifttalstation sich hinbewegt. Diese potenzielle Energie ist nur dann eindeutig, wenn dieser Ausdruck für die Kraft nicht abhängig ist vom konkreten Verlauf der Bahnkurve. Habe ich die Freiheit, verschiedene Bahnkurven zu wählen und kommen unterschiedliche Werte für dieses Integral heraus, dann ist die potenzielle Energie gar nicht eindeutig definiert. Das heißt, eine potenzielle Energie als Punktfunktion kann nur dann eindeutig definiert werden, wenn das Kraftfeld, um das es geht, in dem sich der Körper befindet, ein konservatives Kraftfeld ist. Dann allerdings ist die potenzielle Energie eindeutig und eine sehr nützliche Größe. Und über die Nützlichkeit dieser Größe und dann über den Begriff der mechanischen Gesamtenergie werden wir dann morgen noch genauer sprechen. Danke.